Hallo, guten Tag. Hier ist der Dr. Winkelmann aus München. Heute am 3. September 2009 befinden wir uns in Wien vor dem Rathaus bei einer Mahnwache zum Thema Schutz menschlichen Lebens und Menschenwürde. Leider gibt es seit 30 Jahren hier eine Abtreibungsklinik und manche Politiker meinen, das sei gut, wenn Frauen ihr ungewolltes Kind töten können. Aber als Arzt möchte ich Ihnen sagen, machen Sie die Rechnung nicht ohne den Wirt, weil es gibt viele Gründe, sich für das Recht auf Leben des Kindes auszusprechen. Ganz besonders ist das Wohl der Mutter, weil es gibt eine Erkrankung nach Abtreibung, das sogenannte Post-Abortion-Syndrom. Und die Menschen, die Frauen und Männer, die jetzt im Hintergrund gerade protestieren, die haben davon nichts gewusst. Ich sage allen Frauen und auch den Männern, den Vätern des ungeborenen Kindes, lassen Sie Ihr Kind bitte leben. Hören Sie nicht auf die falschen Schalmeien. Die Leute wollen nur was tun, damit die Weltbevölkerung reduziert wird. Ich bin Arzt und das möchte ich Ihnen sagen, weil Sie erwarten ja von einem Arzt, dass er den Eid des Hippokrates hält und dass er das Recht auf Leben verteidigt, auch nachher mal Ihr eigenes, wenn Sie einen Unfall haben, dass Sie gerettet werden. Und von daher gibt es eine Ärztevereinigung, europäische Ärztevereinigung, die Lebensrecht, European Doctors for Life. Und wir möchten allen Arztkollegen vor allem zurufen, lasst das töten, helft den Frauen wirklich, vermeidet jegliche Abtreibung, weil sie ist schlecht. Und das Gleiche, das gilt jetzt nicht nur für Christen, sondern ist unabhängig von der Religion. Es ist ein Menschenrecht. Auch rein biologisch hat eine Abtreibung viele negative gesundheitliche Folgen. Fragen Sie bei der Lebensrechtsbewegung nach www.epld.org oder Katholische Ärzte München. Wir möchten gerne weiterhelfen. Wir ermutigen Sie, wenn Sie in Not sind. Es gibt überall auf der Welt Hilfsgruppen, Leute, die Ihnen helfen und Sie sind nicht allein. Aber bitte lassen Sie Ihr ungeborenes Kind leben. Es ist für Sie ein Geschenk Gottes und es will ganz einfach nur leben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gott segne Sie und viel Kraft für Ihr weiteres Leben. Auf Wiedersehen und grüß Gott aus Wien. Danke schön, Doktor.